kennt etwas, was wir nicht haben, einen sogenannten Nacken-Rückenband-Apparat. Dieses Nacken-Rückenband ist im Prinzip angesetzt, wie der Name schön sagt, am Nacken, läuft über der Wirbelsäule, über den Bereich des Widerrichs, der Schulterplatte, in den Anna wird uns jetzt zusammen mit der 8-jährigen Quarterhorse-Stute Sally einmal zeigen, wie man sich durch gutes Führen und ein Antreten diese 51% in der Beziehung erarbeiten kann. Dazu werden wir ein paar kleine Übungen machen. Ich werde einfach ein bisschen mit der anderen eine kleine Reitstunde machen. Ihr guckt zu, ihr habt Spaß und ihr werdet lernen davon. Das heißt also, für unsere spätere reiterliche Karriere haben wir uns so ein Pferd trainiert, das auf uns wartet und nicht durch die 51%, die es vermeintlich hat, selber entscheidet, wann es losläuft oder wann es anhält. Probieren wir das Ganze nochmal. Körperspannung. Ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Gangart. Immer wieder hört man von Reitern in Kursen oder beim Unterricht, wann geht es denn hoch zum Trab, wann galoppieren wir denn endlich? Dabei ist Schritt eigentlich die wichtigste Gangart überhaupt, denn jegliche Lektionen, vor allem auch in der Gymnastizierung, sollte man erst einmal im Schritt so ausführen können, dass man sie über eine optimale Gewichts- und Körperhilfe mit einer leichten Hand reiten kann, bevor man eine Gangart hochschaltet. Nach Schritt Pferd hat schon eine Flexion links außen. Und wie man sehr schön sehen kann, Untertreten der rechten Hinterhand, Rotieren der Schulter rechts nach innen und dann Schulter vor, links außen. Wichtig ist dabei immer Fokus und Schulter und Hüfte. Hüfte vor bringt Hüfte, Schulter zurück bringt Schulter. Schönen Fokus mitnehmen. Äußere Zügel ist dabei erstmal nur am Hals verwahrend, aber weg vom Gebiss. Daraus können wir uns jetzt einen schönen Handwechsel erarbeiten, indem wir einfach jetzt die linke Hand anheben, die rechte Hand lässt nach. Wir haben sofort eine Anlehnung. Die Hand nimmt sozusagen die Hüfte mit vor. Die Beine wechseln. Links geht vor, rechtes Bein geht zur Hüfte. Schulter und Fokus gehen links innen wieder zurück. Und schon haben wir das Gleiche auf der anderen Hand. Eine nach innen rotierende Schulter, ein nach innen laufendes linkes Vorderbein. Ein Schulter vor, rechts außen. Und eine vermehrte Lastaufnahme, Hankenbeugung links hinten. Und man sieht sehr schön jetzt beim Axel, dass in der Bewegung auch schon anfängt, der Kopf etwas leichter durchs Genick zu kommen, die Schulter sich anhebt. Und somit ist natürlich auch die Volte die Basis jeglicher Gymnastizierung und natürlich auch gleichzeitig die Basis, um unser Pferd auf die Hinterhand zu setzen. Mit Pferden und beim Training ist es zuerst einmal wichtig, darüber nachzudenken, was man überhaupt tut mit dem Pferd. Und dann im Training selber auch zu fühlen und zu spüren, ob man auch gerade das Richtige tut und vom Pferd genau das Feedback bekommt, das man möchte.
bedeutet, wenn ich in der Lage bin, aus meiner Mitte heraus mein Pferd leicht nach vorne zu schicken, wird es auf meiner Balance anhalten und wird auf meiner Balance auch hin wieder mit nur einer leichten Zügelhilfe anfangen, rückwärts zu laufen. Aus der Balance heraus vorwärts, aus der Balance heraus rückwärts, aus der Balance heraus vorwärts und stehen. Die Volte als Basis jeglicher Gymnastizierung gibt uns wieder viele Möglichkeiten, die verschiedenen Körperteile des Pferdes einzeln anzusteuern und zu bewegen. Kopf, Hals, Schulter und die Hinterhand. Deswegen möchte ich euch jetzt eine Übung zeigen, bei der wir jetzt genau das, was am Anfang aus Versehen passiert ist, absichtlich machen, nämlich ein Hinausschieben der Hüfte aus der Bewegung. Was passiert dabei und wie funktioniert das? Das Ganze können wir natürlich auch jetzt im Trab wieder, wie im Schritt vorhin, etwas verstärken, indem wir in der Trabvolte auch noch die Hüfte hinausschieben. Das heißt also, in der Volte wechseln wir unsere Position der Beine. Das äußere Bein geht nach vorne, das innere zurück. Jetzt holen wir uns an der linken Hand die Konterstellung und lass es jetzt an einem rechts nach hinten gestellten Bein mit einer links gestellten Hüfte nach links hineinlaufen. All den Dingen, die ich für einen Ranch Riding Sattel brauche, wir haben Strings, wir haben größeres Kürz, die Optik vom Ranch Riding Sattel und natürlich auch ein verstärktes Horn mit Hornwrap, damit wir auch wirklich ropen können, also an das Horn könnt ihr wirklich eine Kuh dranhängen. Der ProBalance Ranch Riding.